Hallo, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Wir haben diesen Sommer so viele Tattoos gemacht und in diesem Video haben wir euch nochmal die 10 schönsten Videos zusammengeschnitten. Das ist also ein großes Video, wo alle nochmal drin sind. Geht auch etwas länger, vielleicht kennt ihr einiges noch nicht, vielleicht habt ihr auch alles schon gesehen und wollt es einfach nochmal sehen. Viel Spaß dabei! Ich zeige euch in diesem Video, wie man sich ein temporäres Tattoo machen kann, also ein Tattoo, was nur ein paar Tage hält. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach besser als ein Tattoo, was auf ewig hält. Da kann man einfach mal was ausprobieren. Vielleicht hat man ja Lust, einfach mal ein paar Tests zu machen für den Sommer, für die nächste Party. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Man braucht eine Vorlage. Ich habe mir einfach was aus einer Zeitschrift ausgerissen. Also ich werde das nicht in Blau und in Schwarz machen, sondern nur in Schwarz, diese Umrisse. Dann braucht man einen flüssigen Eyeliner, am besten wasserfest. Außerdem Haarspray, Babypuder und wer noch ein bisschen unsicher ist, der sollte das Ganze vorher mit einem Filzstift vormalen. So, jetzt habe ich mir mit Eyeliner mein Tattoo auf den Arm gemalt, auf die Stelle, wo ich es haben möchte. Ich habe direkt mit Eyeliner losgelegt und nicht mit Filzstift vorgemalt. Und ich bin auch ganz zufrieden. Ich finde es ganz schön. Man kann natürlich noch ein paar Stellen ausbessern. Das hier kann man dann auch nochmal mit ein bisschen Make-up-Entferner, wasserfesten, also für wasserfestes Make-up hier so ein bisschen entfernen, damit das wirklich richtig schön ordentlich aussieht. Und auch hier die Farbe noch ein bisschen intensivieren. Und wenn man dann wirklich zufrieden ist, dann geht es gleich weiter. So, wer wirklich jetzt ganz zufrieden mit seinem Symbol ist, der kann jetzt als nächstes Babypuder darüber streuen. Wenn ihr noch nicht ganz zufrieden seid, ihr könnt das natürlich auch gut mit einer Freundin zusammen machen. Das ist vielleicht etwas einfacher, als sich selbst sowas drauf zu malen. So, und jetzt einfach ein bisschen Babypuder drüber. Also ruhig reichlich. So ein bisschen antupfen. So. Und jetzt das Haarspray. Einmal vorsichtig drüber sprühen. Das Ganze jetzt gut trocknen lassen und dann ist das temporäre Tattoo auch schon fertig. Und klar, etwas vorsichtig sein muss man natürlich beim Händewaschen, aber das hält jetzt erstmal ein paar Tage. Um euch zu zeigen, wie haltbar das Tattoo ist, habe ich jetzt so einen Lappen ein bisschen nass gemacht. Hier und gehe damit einmal hier rüber.
Und ihr seht, es ist nichts am Lappen. Das Tattoo ist genauso wie vorher. Also das hält ganz gut. Und ja, wenn ihr es aber wirklich wieder runter haben wollt, dann könnt ihr einfach mit Make-up-Entferner oder mit Wasser und Seife das kräftig runterwaschen und dann geht es auch wieder weg. Das ist also wirklich kein richtiges Tattoo. Vielleicht habt ihr ja Lust, das mal nachzumachen für eine Party oder für den Sommer mit einer Freundin zusammen. Vielleicht habt ihr ja Katis Video schon gesehen. Die hat einen sehr, sehr schönen Schmetterling gemacht an die gleiche Stelle. Und ich dachte, ich will das Ganze auch mal ausprobieren und wie gesagt, zeige euch heute was zum Thema Harry Potter. Ich starte mit dem Eyeliner und male mir als erstes das Dreieck auf, das ja für den Umhang steht. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Winkel des Dreiecks alle gleich groß sind und die Seiten gleich lang. So, das war der erste Schritt. Dann kommt als nächstes der Kreis. Das erstmal ein bisschen trocknen, damit ich es nicht zu viel bewege. Und dann kommt jetzt als letzter Schritt der Stab einmal mittig durch. So, dann lasse ich das Ganze noch mal gut trocknen. Das Ganze ist jetzt gut getrocknet und ich gebe jetzt Babypuder drauf. Und verteile das Ganze ein bisschen mit den Fingern. Dann klopfe ich das Ganze ab. Und sprühe das Ganze zum Abschluss einmal mit Haarspray ein. Das hier ist kein Do-it-yourself-Video, sondern eher ein Haul-Video. Ich wollte euch zeigen, was ich mir gekauft habe. Einige von euch hatten es wahrscheinlich auch schon bei Instagram gesehen. Ich habe mir bei Action zusammen mit meinen Cousinen diese Gold und teilweise sind die auch Silber und hier ist auch ein schwarzes mit dabei, diese Tattoos gekauft. Die sind momentan total innen und angesagt. In diesem Sommer. Und ja, wir haben uns die gekauft und ein bisschen untereinander aufgeteilt. Deswegen habe ich jetzt nicht alle da. Ich habe hier nur einmal das hier. Das ist ein Armband. Das ist auch ein Armband. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht direkt erkennen, hier steht Love. Also wenn man sich dann drauf macht, steht Love, 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 Love. Rund um den Arm rum. Das hier finde ich auch besonders schön. Das ist so ein ganz großes, breites Armband. Dann habe ich noch so einen Pfeil. Und hier so drei Pfeile, die so überkreuzt sind. Ich finde die ziemlich cool, diese Tattoos. Und ich wollte euch auch einfach kurz mal zeigen, wie man sich das drauf macht. Da macht man einfach hier so eine Trägerfolie ab und sucht sich eine Stelle aus. Ich wollte mir die Pfeile jetzt hier hin machen. Und am besten funktioniert es, wenn man einfach so ein feuchtes Tuch hat und dann das Ganze so auftupft. Man kann auch guten Waschlappen zum Beispiel nehmen. Und dann einfach das Ganze gut nass machen. Man sieht dann auch schon, wenn das Papier einmal komplett überall feucht ist, dann lässt sich das ganz einfach hier so ablösen. Und dann hat man dieses schicke, glitzerige Tattoo. Und jetzt habe ich noch ein ziemlich schönes Tattoo entdeckt, und zwar von Selena Gomez.
Und die hat am Handgelenk, so am linken Handgelenk, hier so eine kleine Note. Und ich will mir die jetzt hier so ans rechte Handgelenk malen. Und dafür habe ich hier wieder Babypuder, Haarspray und einen wasserfesten Eyeliner. Ich finde das wirklich sehr schön und das Praktische ist, dass es sehr einfach zu malen ist. Und deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Also ich lege meine Hand hier so hin und hier an der Stelle hat die das. Einen kleinen Kreis. Einen Strich hoch. Und so. Und schon ist das Tattoo fertig. Ich habe das Fähnchen gerade noch mal ein bisschen entfernt. Ich wollte das noch mal ein bisschen schöner machen. Also das habe ich einfach mit einem Kosmetiktuch weggewischt. Zum feuchten Kosmetiktuch. So, jetzt gefällt es mir sehr gut. Und da kommt jetzt einfach wieder Haarspray und Puder drauf. Also erst Puder und dann Haarspray. Mit dem Kosmetiktuch kann man auch ruhig rundherum das Ganze so ein bisschen noch abputzen, weil ja, sonst ist das nicht so angenehm auf der Haut. Also das Wichtige ist, dass auf der Stelle, wo das Tattoo ist, das Haarspray ist, aber dass man das rundherum kann man es ruhig ein bisschen wegmachen. So, schon ist mein Tattoo fertig. Ich finde es total cool und ich habe es ja schon im anderen Video gesagt, ich würde mir nicht so gerne ein Tattoo stechen lassen. Und deswegen finde ich es cool, sich einfach sowas aufzumalen. Und das ist jetzt ein richtiges Selena Gomez-Tattoo. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Tattoo-Ketten selber macht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch als Armband oder Fußkettchen nehmen. Und das Ganze ist wirklich super einfach gemacht und geht auch richtig schnell. Ihr braucht dafür als erstes Angelleine, am besten in Schwarz oder jeder anderen Farbe, die ihr benutzen möchtet. Ich habe hier die mit 0,6 mm genommen. Die gibt es auch in unterschiedlichen Stärken, die ist dann unterschiedlich dick. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr die einkauft. Und dann braucht ihr die Schere natürlich, um das Ganze zuzuschneiden, ein Feuerzeug, um das Ganze nachher hier zu verschweißen. Und am besten ein kleines Perlchen, durch das die Angelleine zweimal durchpasst, wo ihr das Ganze dann auf der Rückseite verschweißt. Wenn ihr keins da habt, geht es auch mit einem Knoten. Mit dem Verschweißen, wenn ihr euch da unsicher seid, fragt am besten eure Eltern, damit sie euch ein bisschen helfen, nicht dass ihr euch verbrennt. Und dann braucht ihr entweder schwere Gegenstände, wo ihr das Ganze zwischenklemmt, oder eine nette Person, die euch das Ganze festhält. Oder ihr benutzt solche Flügelklammern und klemmt das Ganze auch einfach auf einem Hardcover-Buch. Das oder auf einen College-Block. Das mache ich gleich. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ihr startet für die Kette mit einem Stück Angelschnur, das ungefähr 1 bis 1,5 Meter lang ist, je nachdem, ob ihr wirklich ein Armband oder eine Kette machen möchtet und je nachdem, wie eng oder fest ihr das Ganze tragen möchtet. Macht lieber ein bisschen zu lang das Ganze, als wenn es nachher zu kurz ist und ihr es nicht tragen könnt, weil es nicht passt. Dann halbiert ihr das Ganze einmal. So, dass ihr zwei gleich lange Stränge habt und hier die Mitte. Die knickt ihr einmal richtig zu. Und hier, die wird jetzt festgeklemmt oder wird halt von einer anderen Person festgehalten. Könnt sie auch am Tisch festkleben. Ich klemme sie jetzt hier oben einmal drauf. So. Jetzt habe ich hier die beiden gleich langen Stränge. Und ich starte jetzt. Das Ganze ist wirklich richtig einfach. Ihr geht als erstes mit dem linken Strang, das ist dieser hier, einmal über den rechten und dann drunter her. Also drüber und drunter. Das ist immer die Bewegung, die ihr macht. Und dann zieht ihr den Strang zu,
und habe die erste Schlaufe. Dann mit dem rechten Strang über den linken und wieder drunter her. Locker zuziehen und ihr habt die zweite Schlaufe. Dann wieder mit links drüber, drunter und locker festziehen. Die dritte Schlaufe. Ich zeige es euch noch zweimal. Jetzt wieder mit rechts drüber, drunter und festziehen. Und wieder mit links drüber, drunter und festziehen. Ihr müsst wirklich darauf achten, jedes Mal den Faden zu wechseln, also den Strang der Angelschnur, und das Ganze wirklich immer gleichmäßig festzuziehen. Und dann entsteht dieses ganz klassische Muster. Und wie ich das Ganze gleich abschließe, zeige ich euch gleich. Ihr seht, ich habe hier jetzt schon einiges an Zentimetern gearbeitet und ich mache jetzt den Abschluss. Vorher probiert ihr am besten aus, ob das Ganze um euren Hals, um euer Handgelenk oder euer Fußgelenk geht. Und dann habt ihr hier die beiden Enden, die kommen hier ganz normal raus. Und ich nehme jetzt den Anfang dazu, ziehe das Ganze hier vorne einmal durch, so dass sich das Ganze schließt als Kreis und ziehe es dann fest. So. Dann gebe ich die Perle, die habe ich hier, durch beide Enden. Seht, die geht genau durch. Man kann das auch mit farbigen Perlen machen. Ich habe jetzt hier diese kleine silberne. Zieh das Ganze hier bis zum Start durch. Zieh das Ganze hier wieder schön fest. Schneide die beiden Enden ab. Und verschweiße jetzt hier die Enden. Ich halte das Ganze mit der Schere so ein bisschen zusammen. Das ist immer ein ganz guter Trick. Die Schere ist ja feuerfest. Und ihr seht hier, die beiden sind jetzt verschweißt. Und die Perle geht nicht mehr ab. Und das Ganze ist hier fest. So sieht der Verschluss jetzt hier am Ende aus. Und das Ganze ist jetzt fertig. Die sind ja wirklich total im Trend im Moment. Aber wir haben jetzt versucht, das Ganze selber zu machen. Und dafür haben wir hier einen Eyeliner, so einen goldenen, bronzefarbenen Eyeliner. Und zwar ist das der von Essence, der Beach Cruisers Waterproof Liquid Eyeliner. Ist eigentlich... Das ist der gleiche, ja, nur die gleiche Firma, nur in einer anderen Farbe. Der ist in Gold und dieser ist in Schwarz. Den haben wir ja in den anderen Videos benutzt. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch die auch auf jeden Fall an. Genau. Außerdem benutzen wir immer noch Babypuder und Haarspray. Genau. Und ich werde der Kathi jetzt eins malen. Genau. Ich lasse mich jetzt von Eva tätowieren. Genau. Mit goldenem Kajal, bronzefarbenem Kajal. Und zwar hier auf den Arm. Und dafür setzen wir uns das erste Mal um. Genau.
Jetzt kommt das Babypuder zum Einsatz. Einmal drehen bitte. Du wirst echt beansprucht heute. So, ich verteile das mal ein bisschen. Dafür habe ich jetzt auch so ein hübsches Tattoo. Ja. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie wenn man wirklich sich tätowieren lässt. Ja, das stimmt natürlich. Kathi liegt hier so halb auf dem Tisch mit ausgestrecktem Arm. So, einmal bitte abklopfen. So. So, das Babypuder ist jetzt komplett entfernt und jetzt kommt noch eine Schicht Haarspray drüber. Wieder einmal drehen. Und nochmal drehen. Und ich glaube, ich war überall. Ja. Also bei solchen Tattoos, die einmal komplett umarmen gehen, da braucht man, glaube ich, schon ein bisschen Hilfe. Ja, es ist überall. Und es glänzt auch schon richtig schön. Also der Kajal hat einen tollen Glanz. Und was sagst du? Ja, sieht gut aus. Muss jetzt noch ein bisschen trocken werden. Genau, muss noch ein bisschen trocken werden. Und ich finde diese Gold-Tattoos total cool. Oder gibt ja auch Silber, Bronze, ja, Gold. Das ist einfach so ein Highlight. Und mir gefallen die echt gut. Und ja, vielen Dank, Eva. Gerne. Ich mache mir heute zusammen mit meiner Freundin von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Hallo ihr Lieben! Ein Henna-Tattoo. Das ist so eine Henna-Paste, die kann man ja, auf die Haut auftragen. Dann lässt man das Ganze so ein bisschen einziehen und dann wäscht man es ab. Und das ist einfach auch noch eine Alternative zu unseren Tattoos, die wir hier schon auf dem Kanal gezeigt haben. Das hält auch ein paar Tage und sieht auch ganz interessant aus, hoffentlich. Und wir wollen das heute einfach mal ausprobieren. Hier auf dem Kanal werdet ihr sehen, wie ich ihr das Tattoo mache. Und wenn ihr sehen wollt, wie sie mir das Tattoo macht, dann schaut einfach bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge vorbei. Also diese Henna-Farbe, die habe ich mir im Internet bestellt. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die Henna-Farbe vielleicht an einer Stelle testet, um zu gucken, ob ihr eventuell allergisch darauf reagiert. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Die Henna-Farbe hier, die hat ganz gut abgeschnitten, also wurde auch von mehreren YouTubern getestet. Deshalb habe ich sie mir mal angeschafft. Die ist jetzt hier am Anfang schwarz, dann wenn sie getrocknet ist und man das dann abwäscht, dann wird sie so bräunlich und wenn sie ausblasst dann, oder sich dann ablöst über die Tage, dann wird sie dann so rotbräunlich und dann immer heller, also irgendwann ist sie dann gar nicht mehr zu sehen. Und Kathi malt mir jetzt hier ganz kreativ was auf meine linke Hand. Das sieht jetzt schon mal aus wie so ein Armband. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann letztendlich aussieht, weil man kann sich das immer so schlecht selber malen. Deswegen habe ich jetzt hier Kathi zu Hilfe geholt. Und es ist auf jeden Fall ein cooler Sommertrend, finde ich, und nicht permanent. Das heißt, nach ein paar Tagen ist es auf jeden Fall weg. Und wenn man dann Lust hat, kann man sich dann immer wieder neue Henna-Tattoos malen. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, das ist jetzt erstmal fertig und jetzt müssen wir so lange warten, bis das komplett getrocknet ist. Also einfach die Hand jetzt schön ruhig lassen und am besten nicht so viel damit machen. Erstmal komplett trocknen lassen und wenn das dann trocken ist, dann kann man es abknibbeln oder auch dann runterwaschen komplett. Genau, ne? Mit Wasser. Ja. Also nicht mit Seife, je öfter man, also klar soll man seine Hände mit Seife waschen, aber je öfter man seine Hände sozusagen mit Seife dann wäscht, wenn man das Henna-Tattoo hat, desto schneller löst sich das dann halt auch ab. Deswegen am besten erstmal einmal mit warmem Wasser drüber waschen und dann sieht man gleich den Effekt. Also wir warten jetzt und zeigen euch dann gleich das Ergebnis. So, jetzt haben wir ungefähr eine Viertelstunde gewartet und jetzt werden wir das Ganze abwaschen. Genau, ich bin gespannt. So, wir haben es jetzt abgewaschen und es ist so schwarz geworden, das hätte ich nicht gedacht.
Ich finde, es sieht sehr interessant aus, aber ich habe jetzt schon fast ein bisschen Angst, dass das nie wieder abgeht. Das wird auf jeden Fall abgehen. Also je nachdem, wie dunkel ihr das haben wollt, länger als so 15 Minuten oder so würde ich es, glaube ich, nicht einwirken lassen. Das ist jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten. Wenn ihr das nur so 5 Minuten oder 10 Minuten einwirken lasst, dann wird es eher so goldig, so rotbräunlich. Also je nach Geschmack. Ich finde das Schwarz jetzt gar nicht so schlimm. Das wird natürlich über die Tage jetzt noch heller werden und auch eher so ins Rötliche gehen. Aber wenn es jetzt ganz frisch ist, so wie hier, dann ist es halt ein bisschen dunkler. Mir macht das aber nichts, ich finde das ganz schön. Nein, ich hätte es jetzt nur nicht erwartet, weil ich dachte, wenn man die Paste abwäscht, ist es da drunter bräunlich. Und es ist jetzt ja wirklich schon fast schwarz. Also interessant, hält auch wirklich noch ein bisschen länger als die anderen Tattoos, die wir euch hier schon auf dem Kanal gezeigt haben. Weil da kann man jetzt auch wirklich drüber rubbeln und das ist, oh, ich habe schwarze Finger. und es hält, also das ist eine etwas permanentere Alternative zu unseren, die wir euch gezeigt haben mit Haarspray und mit Eyeliner. Trotzdem wird das nach ein paar Tagen wieder weggehen, also ihr braucht keine Angst haben, das ist kein Tattoo für die Ewigkeit. Und man kann damit viele schöne Sachen machen mit der Paste. Vielleicht könnt ihr auch mit einer Freundin zusammen das machen und vorsichtig erstmal ausprobieren. Und ich zeige euch heute, wie man das Ganze noch ein bisschen einfacher machen kann, wenn man sich schwierige oder komplexe Motive machen möchte. Und ich habe mir dafür diesen kleinen Diamanten rausgesucht. Der ist zwar nicht super schwierig, aber die Proportionen dabei richtig hinzukriegen, ist schon so eine kleine Herausforderung. Und ich werde euch zeigen, wie man das Ganze ein bisschen einfacher macht. Ich habe dafür hier dieses Backpapier. Ihr könnt auch Transparentpapier benutzen. Ich werde den durchpausen mit dem Bleistift. Dann mache ich das Ganze nass und werde es so auf meinen Arm übertragen. Und dann male ich das Ganze nach mit dem Eyeliner. Und das zeige ich euch jetzt. Den Diamanten mache ich jetzt einmal nass und drücke ihn dann auf mein Handgelenk. Man erkennt jetzt die Konturen. Perfekt ist es natürlich nicht. Und ich lasse das Ganze jetzt einmal kurz antrocknen und male es dann mit dem Kajal nach. Und das lasse ich jetzt wiederum trocknen. Anschließend fixiere ich das Tattoo noch mit Babypuder und Haarspray. Ich habe jetzt hier Haarspray, Babypuder, schwarzen wasserfesten Eyeliner und so bronze-goldfarbenen wasserfesten Eyeliner. Und zusätzlich habe ich heute auch noch Lidschatten. Das wird nicht so gut halten. Das sollte man nicht verwenden, wenn man ein Tattoo haben möchte, was wirklich lange halten soll. Aber wenn man das Ganze dann auch mit Haarspray fixiert, wird das schon ein paar Stunden halten. Und ich finde es eben ganz besonders schön, wenn ich mir dann noch so ein bisschen schimmerigen Lidschatten mit drauf mache. Deswegen mache ich das heute. Wer es machen möchte und es soll wirklich lange halten, der sollte dann auf den Lidschatten verzichten und nur wasserfesten Eyeliner verwenden. Ich male mir heute mein Tattoo hier auf den Handrücken und ich will euch schon mal verraten, was ich mache. Eine Feder.
So, wenn die schwarze Farbe getrocknet ist, geht's mit meinem Gold weiter. So, wenn dieses Kupfergold auch gut getrocknet ist, dann mache ich mit meinem Lidschatten weiter. Und hier habe ich auch so einen Goldton, den mache ich mir hier auf so einen kleinen Pinsel gerade. Und damit gehe ich jetzt hier auch noch ganz vorsichtig drüber, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr einen Schimmer zu verleihen. Ich habe jetzt rundherum auch noch ein bisschen so einen Kupferton aufgetupft und den streiche ich noch ein bisschen so zu den Rändern. Und dann werde ich das Ganze einfach fixieren. Ich habe ja in letzter Zeit einige Tattoos gemacht, also temporäre Tattoos, die dann nach 2 Tagen ungefähr wieder abgehen. Und dafür habe ich immer wasserfesten Eyeliner benutzt. Den habe ich in Schwarz und in dieser Bronzefarbe. Und über dieses Bild aus Eyeliner habe ich dann immer Puder gemacht und ganz obendrauf dann nochmal Haarspray gesprüht, damit das Ganze auch wirklich gut hält. Da kam immer wieder von euch die Frage, ob man noch andere Produkte benutzen kann, zum Beispiel Sprühpflaster, Mehl. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Mehl hier und so ein Pflaster, also das ist so ein Spray, das kann man aufsprühen, statt einem Pflaster, also zum Beispiel auf eine Wunde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine ganz gute Alternative ist zu diesem Haarspray. Und statt Babypuder werde ich jetzt einfach mal Mehl benutzen. Ich will das einfach heute mal ausprobieren, mal schauen, ob das genauso gut funktioniert. Und ja, vielleicht kann ich euch damit ja noch ein paar Tipps geben. Vielleicht stellen wir hinterher fest, dass es doch besser ist, wenn man am Ende Haarspray benutzt. Das werde ich alles einfach hier im Video ausprobieren. Ich male mir jetzt Buchstaben auf meine Finger. Das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert bei den Tattoos. Und das Praktische ist, ich kann an jedem Finger dann eine andere Technik ausprobieren, jeweils anders fixieren. Und was dann hinterher am angenehmsten ist und was am besten hält, das kann ich dann testen. So, das ist mal wieder ein ganz neues Tattoo. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert und das finde ich auch irgendwie schön. Ein bisschen häufig haben ja sowas Leute, die im Gefängnis waren. Na gut, nicht mit Love, sondern mit anderen Wörtern. Aber ich finde es ganz interessant und wollte es mal ausprobieren. Und ja, das habe ich jetzt mit Eyeliner aufgemalt. Und jetzt werde ich die ganzen verschiedenen Alternativen testen. Ich mache mal auf das L und das O Babypuder. Und auf das V und das E mache ich jetzt einfach ein bisschen Mehl. So, und da ist schon mal meine erste Feststellung. Dieser Babypuder, der schmiegt sich so ein bisschen mehr der Haut an. Und das Mehl, das ist so ein bisschen rauer, reibt so ein bisschen. Jetzt ist das Haarspray an der Reihe. Ich mache ein bisschen den Puder bzw. das Mehl wieder ab. Und auch hier sieht man, der Puder ist schon so ein bisschen stärker auf der Haut, während das Mehl kann man einfach so abpusten. So, und hier mache ich jetzt, vielleicht decke ich mir meine anderen Finger einmal zu, damit hier kein Haarspray dran kommt, damit auch der Test wirklich genau ist. So, da habe ich mir jetzt Haarspray drauf gesprüht und auf das V werde ich mir jetzt auch Haarspray sprühen. Dann habe ich einmal einen Finger, wo ich Mehl und Haarspray habe
Und einmal einen Finger, wo ich Babypuder und Haarspray habe. An den beiden anderen Fingern mache ich das Ganze jetzt mit dem Sprühpflaster. Da decke ich das auch mal wieder ab. Das kam da aber raus. Ganz schön stark. Und hier auf das E mache ich es auch. Jetzt sind alle Buchstaben fixiert. Und so spontan. Ich habe jetzt alles gut trocknen lassen und habe auch ein bisschen den Puder, der noch überall an den Rändern klebte, mit einem Tuch abgemacht. Und ich finde, man sieht jetzt schon so ein bisschen, welcher Buchstabe am besten geworden ist. Also meiner Meinung nach sieht das L und das V am besten aus. Das ist jeweils das, wo das Haarspray drauf ist. Das bei dem Sprühpflaster, das hat nicht richtig dieses Weiße überdeckt. Also das hat einfach wahrscheinlich eine leichte Schicht drauf gemacht, die auch ein bisschen schützt. Wenn ich so drüber reibe, passiert hier gar nichts. Also es hält ganz gut. Aber die hat auch dieses Mehl hier noch so geschützt sozusagen. Während das Haarspray, das hat hier das Ganze so schön glänzend gemacht und man sieht das Mehl gar nicht mehr. Wo ich jetzt sagen muss, ob es jetzt Mehl war oder Babypuder, das macht jetzt gar keinen Unterschied mehr. Die sehen eigentlich beide gleich gut aus, finde ich. Vielleicht sieht sogar das V hier ein bisschen besser aus als das L. Ich will natürlich jetzt auch noch den Test machen, ob man das Ganze jetzt auch leichter wieder abwaschen kann, wenn Sprühpflaster drauf ist oder wenn es mit Haarspray ist. Ich habe ja immer gesagt, das hält ganz gut, aber auf keinen Fall so mit Wasser und Seife dran gehen, dann geht es auch wieder ab. Und jetzt werde ich einfach ein kleines Stückchen Küchenrolle vorbereiten. Das tränke ich ein bisschen mit Wasser und mache ein bisschen Seife dran. Dann gehe ich über jeden Buchstaben einmal drüber und schaue mal, welcher am besten hält. So, da habe ich mein Tuch vorbereitet, ein bisschen Wasser, ein bisschen Seife dran und jetzt gehe ich mal über jeden Buchstaben drüber. So, das L hat schon mal sehr gut gehalten. Das O, das ist auf jeden Fall jetzt der Puder weg. Das V hat auch gut gehalten und das E hat auch gut gehalten. Dann geht es wieder von vorne los. Das mache ich jetzt einfach immer weiter, bis der erste Buchstabe abgeht. Und jetzt wird es schon langsam deutlich, E, V und O werden schon immer blasser, L hält noch sehr gut. Ja, nach einiger Zeit gehen alle eigentlich auch ab. Es ist ja auch wirklich nur ein temporäres Tattoo. Aber ich muss sagen, das L hat schon noch am längsten gehalten. Das V hat gar nicht gut gehalten und eigentlich wird ziemlich deutlich, dass diese beiden, da wo ich Mehl drauf gemacht habe, weniger gut gehalten haben als diese beiden. Und davon hat dann doch dieses hier am besten gehalten. Also muss ich sagen, dieses mit Haarspray und mit Babypuder hält wirklich am besten. Mit dem Sprühpflaster, das fand ich eigentlich eine gute Idee. Aber über dem Puder oder über dem Mehl war das nicht transparent, sondern es blieb eben weiß übrig. Das müsste man mal ausprobieren, nur mit dem Sprühpflaster und dann kein Mehl verwenden. Ich habe mir jetzt also nochmal wieder ein Tattoo gemalt. Ich hoffe, man erkennt es. Es ist ein Blümchen, das ein Blatt verliert. Und da habe ich jetzt kein Puder und auch kein Mehl drauf gemacht, sondern mache da nur das Sprühpflaster drauf. Das lasse ich jetzt trocknen. Jetzt ist es getrocknet und jetzt sehe ich was ganz Interessantes. Ich dachte ja eben, das wäre weiß von dem Mehl oder von dem Puder, aber das ist einfach so weiß. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das sieht ja gar nicht schön aus. Und deswegen leider eignet sich dieses Sprühpflaster, was ich hier habe, gar nicht so gut für Tattoos. Ich schaue mal, ob das jetzt gut hält, wenn ich da mit meinem Tuch drüber gehe. Ja, löst sich auch relativ schnell.
Also der Eyeliner an sich ist ja wasserfest, deswegen der hält recht gut. Aber dieses Sprühpflaster, das ging jetzt auch schnell wieder runter. Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Fazit. Ich habe jetzt diese ganzen Sachen ausprobiert. Und ich muss sagen, ich bin mit dieser Sache, die ich die ganze Zeit schon mache, am zufriedensten. Also Haarspray und Babypuder. Weil Babypuder, der macht das Ganze eben ganz mit einer ganz glatten, weichen Schicht darüber. Und Mehl, das ist ein bisschen zu körnig und kann da gar nicht so eine richtige Schutzschicht drüber bilden. Mit dem Haarspray hält es einfach am besten. Mit dem Sprühpflaster wird es ein bisschen weiß und das sieht gar nicht schön aus. Also mein Tattoo-Test, Babypuder und Haarspray. Hey ihr Lieben, ihr habt es also geschafft, bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Ja, sehr schön. Dann fehlt nur noch der Daumen nach oben. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr so Videos findet, wo wir einfach nochmal alles zusammenfassen, nochmal ein ganz großes Video rausmachen. Wie findet ihr die Idee? Gefällt euch sowas? Schreibt es einfach alles unten in die Kommentare. Und sonst schreibt uns auch, wenn ihr sonst noch irgendwas zu sagen habt, schaut unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!